Ja, zu einem gemütlichen Weihnachtsmarkt gehört natürlich auch ein heißer Glühwein. Ich würde erst mal sagen, stoßen wir erst mal an. Herr Brannig, Sie sind Bürgermeister von Kromsdorf. Wie lange gibt es denn diesen Weihnachtsmarkt schon? Das ist inzwischen die dritte Auflage und ja immer vom Wetter abhängig. Wir haben vor 2 Jahren schon sehr viel Schnee gehabt, wunderschön kalt, war der Auftakt war grandios. Und letztes Jahr war es ein bisschen windig, ein bisschen unangenehm, aber dieses Mal wieder richtig klasse. Und es kommen immer mehr Gäste, es kommen immer mehr Anbieter. Und richtig klasse Sache, die Atmosphäre im Schlosspark und im Schloss, aus dem Schloss. Überall kann man hier was erleben. Weit Moring, wir sind hier ein bisschen fernab der ganz großen Weihnachtsmärkte. Was macht denn den besonderen Charme von diesem hier aus? Das ist Thüringen. Privates Engagement, ehrenamtliches Engagement, eine private Initiative, die diesen Weihnachtsmarkt hervorgebracht hat. Und es gibt hier viele regionale Produkte aus dem Weimarer Land, aus der Umgebung. Und genau das ist das, was unser Land im Besonderen kennzeichnet. Die kleinen Orte, die kleinen Initiativen, die kleinen Einheiten, die großes Engagement hervorrufen. Genau, das war auch im letzten Jahr das Thema. Überschaubare und vor allen Dingen gestaltbare Größen in den Kommunen. Das war so die Grundmelodie der CDU-Landtagsfraktion. Wie zufrieden sind Sie denn mit den Ergebnissen? Das war ja auch das große Thema hier in der Region, hier in Kromsdorf, der Bürgermeister weiß das, und in der Verwaltungsgemeinschaft Ilmtal-Weinstraße, die sich zu einer Landgemeinde weiterentwickeln möchte. Da gab es viele Diskussionen in diesem Jahr und jetzt sind wir einen Schritt weiter und werden den Antrag für die Erfüllung und für die neue Landgemeinde an das Innenministerium stellen. Und wir haben in Thüringen insgesamt über 150 Gemeinden jetzt zu neuen Landgemeinden und zu neuen Strukturen zusammengefunden, die das alle freiwillig gemacht haben, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube genau, das ist der richtige Weg, sich um die Probleme der Menschen kümmern, abseits der großen zentralen Orte. Und das sind noch ein paar andere Themen wichtig gewesen. Wie regeln wir die Frage der Abwasserkosten, der Abwasserbeiträge für die Bürger? Da haben wir ein neues Papier entwickelt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man die Probleme der Menschen in ländlichen Regionen aufnimmt und dafür sorgt, dass der ländliche Raum auch lebenswert bleibt. Auch die Menschen in den großen Zentren haben so ihre Probleme. Welche Antworten hat darauf die CDU-Fraktion? Na, unterm Strich sind es dieselben Probleme, die Menschen in den Städten haben. Aber dazu kommt, was auch alle bewegt, habe ich einen auskömmlichen Lohn, habe ich eine anständige Arbeit, habe ich anständigen bezahlbaren Wohnraum, kann ich mir meine Energiekosten noch leisten? Und die Frage ist, kann ich mich nachts sicher durch die Stadt trauen? All das ist Unionspolitik und darum müssen wir uns kümmern. Und das ist sozusagen unsere große Antwort auf die Städte. Und am besten geht das, wenn man dafür auch authentische Personen hat, die dafür im Wahlkampf stehen und zur Verfügung stehen, wenn es um die Frage geht, wer wird Bürgermeister. In diesem Jahr konnte man das ja besonders gut sehen bei den Oberbürgermeisterwahlen in Gera und Nordhausen, wo es uns gelungen ist, dass unsere Kandidaten genau dieses Gefühl der Städte aufgegriffen haben und auch die richtigen Antworten gegeben haben. Und deswegen sind beide, Frau Hahn in Gera und Klaus C. in Nordhausen, jetzt neue Bürgermeister. Was die kleinen Gemeinden und natürlich auch die großen Städte gemeinsam haben, ist, sie brauchen beide, um zu existieren, eine vernünftige finanzielle Ausstattung. Wie sieht denn das bei euch in der Stadtschatulle aus? Ja, Gemeindeschatulle, aber trotz alledem haben wir noch ein bisschen Geld. Aber es sind größere Sachen ja vor. Wir haben 2 große Objekte. Vor allem stehen wir, das Schloss Kromsdorf, wo es weitergehen soll. Und das Kulturhaus, ein Erbe aus DDR-Zeiten, was aber viel Geld verschlingen wird. Die Kasse, wie immer, natürlich problematisch. Wenn Gewerbesteuern kommen können, ist das eine gute Sache. Wir sind gerade dabei, das Gewerbegebiet auf die letzten Stellen zu verkaufen. Das Interesse wächst natürlich auch im Vorfeld, also im Umfeld der Stadt Weimar, ist es für viele Gewerbetreibende interessant, sich hier anzusiedeln. Und wir sind guter Dinge, dass das Gewerbegebiet auch im Jahr, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann komplett ausgebucht sein wird. Und Gewerbesteuern sind ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich investieren die Gewerbetreibenden, was ja auch gut ist. Und so wird erst in einigen Jahren sich das Ganze auszahlen. Das sind viele Wünsche, die die Kromsdorfer haben und sicherlich andere Gemeinden im Freistaat auch. Der kommunale Finanzausgleich, der wird nochmal reformiert, es wird nochmal nachjustiert. Was können Sie denn den Gemeinden und den Städten in Thüringen sagen? Unser Ziel der Reform des kommunalen Finanzausgleiches war es ja genau, dass die Kommunen dauerhaft Luft zum Atmen haben, dass sie sich darauf verlassen können, welches Geld bekommen sie vom Land und dass sie Planbarkeit haben für die nächsten Jahre. Und jetzt ist nochmal eine Diskussion aufgekommen und wir haben genau deshalb nochmal uns den kommunalen Finanzausgleich angeschaut, nochmal an einigen Stellschrauben gedreht, das System auf bessere Beine gestellt. Und jetzt gehen wir davon aus, dass eine insgesamt auskömmliche Finanzausstattung für die nächsten 2 Jahre für den Doppelhaushalt gewährleistet ist. Übrigens ein Doppelhaushalt, der ohne neue Schulden auskommt, der die Schulden, die wir diese Wahlperiode aufgenommen haben, auch wieder anfängt zu tilgen. Und das ist genau das, was man tun muss, vor der eigenen Haustür kehren. Und deswegen haben wir uns auch vorgenommen, jetzt im kommenden Jahr eine Verwaltungsreform anzugehen, die Behörden zu verschlanken, auch die Zahl der Mitarbeiter nochmal zu überprüfen, damit wir mit den weniger Geld in der Zukunft auch unsere Aufgaben als Thüringen machen können. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir auch das erfüllt, was die Bürger von uns erwarten. In den Dörfern, in den Städten. Wir brauchen gute Schulen, wir brauchen gute Kindergärten, wir brauchen gute Lebensbedingungen. Und das ist das, was wir für Thüringen erreichen wollen. Hallo, können wir noch 3 Glühwein haben? Danke. Danke.
Herr Mogi, in die Weihnachtszeit, das wäre so eine besinnliche Zeit. Okay. Und danach geht es ja wieder los mit den großen Themen. Welche Ziele hat sich denn die CDU-Landtagsfraktion für 2013 gestellt? Na, eine Hauptsorge der Menschen sind die Entwicklung der Energiepreise. Und ich glaube, wir brauchen keinen Energieumbau auf Teufel komm raus, sondern mit Sinn und Verstand müssen uns darum kümmern, wie gelingt die Durchleitung, wie gelingen die Speicherkapazitäten, welche Forschungsleistungen müssen wir verstärken. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass die Energiepreise nicht explodieren und sagen, die Menschen vor neue große Probleme stellen. Und das Zweite ist, was wir uns kümmern müssen, ist die Frage der kommunalen Zusammenarbeit von Gemeinden und von Städten, dass die Aufgaben zusammen erledigen können. Und wir müssen überprüfen, welche Aufgaben und Standards müssen überhaupt sein. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge runterdrücken. Und das Dritte ist, was wir uns vorgenommen haben, ist, wenn das Betreuungsgeld beim Bund kommt, dass wir in Thüringen auch nochmal schauen, wie bauen wir unser Erziehungsgeld in Thüringen um, wie können wir das weiterentwickeln, dass wir Familien mit mehreren Kindern noch besser fördern können als bisher. Da kommen wir nochmal zurück zu diesem wunderschönen Weihnachtsmarkt hier. Wie viele Tage steht der denn? Ja, leider nur 2 Tage. Das ist natürlich bei so einer Gemeinde wie Kromsdorf nicht ganz so groß. Es ist auch schwierig, das länger zu machen. Aber leider kann man natürlich über die Woche das nicht hinkriegen, alles ehrenamtlich. Und ich freue mich trotzdem, dass wir das Wochenende prima hinkriegen. Mhm. Nun gibt es ja auch Märkte, die über 4 Wochen und über längere Zeiträume öffnen. Und da gab es ja vor der Weihnachtsmarktzeit die große Diskussion, dürfen diese Weihnachtsmärkte schon vor dem Toten Sonntag öffnen? Was halten Sie davon? Ich finde, das ist keine gute Idee. Unser Leben braucht auch Rhythmus. Es braucht Zeit der Arbeit und Zeit der Ruhe. Es braucht Zeit der Besinnung und Zeit, in der man wieder was schaffen kann. Und wenn man das durcheinander bringt, in diesem Rhythmus durcheinander bringt, dann machen wir unser Leben auch nicht glücklicher. Und das muss man sich, glaube ich, auch besinnen, gerade in dieser Vorweihnachtszeit, dass unser Leben auf einem festeren Fundament steht, weil es sich nur nach Konsum ausgerichtet ist. Und wenn wir uns dem wieder näher besinnen in der Adventszeit, sind wir, glaube ich, ganz gut beraten. Da sind wir ja schon beim Thema. Wie feiern Sie denn zu Hause Heiligabend? Ach, traditionell bei den Eltern mit Kartoffelsalat und Würstchen, das ist üblich. Wir wechseln da immer, weil meine Schwiegereltern wollen ja auch was davon haben. Alles Eier sind wir in Stadt Ilm, in der Heimat meiner Frau. Und dann wieder hier und es wird immer gemütlich gemacht. Dort gibt es übrigens Karpfen. Das ist dort eine sehr eingefahrene Geschichte und da wird am Heiligabend Karpfen gegessen. Karpfenplatten. Und was kommt bei Familie Mohring Heiligabend auf den Tisch? So wie im letzten Jahr und auch davor Fleischsalat und Wurstsalat, so wie das in der Polda in vielen Familien üblich ist. Und wir machen das genauso wie bei Familie Brandjek. Wir feiern zusammen mit den Eltern. Nach dem Kirchgang gibt es dann ganz besinnlich die Weihnachtsfeier und dann am ersten Weihnachtsfeiertag die Begegnung mit Freunden und mit der Familie von meinem Patenkind. Und das ist wichtig, dass es diese Zeit und diese Ruhe gibt und die Arbeit wegbleibt und wir uns um die Familie kümmern. Welche Wünsche haben Sie für unsere Zuschauer? Ich wünsche unseren Zuschauern vor allen Dingen Zeit der Ruhe und Zeit der Besinnung. Und für das neue Jahr 2013 wünsche ich allen, dass sie einen Staat haben, der sich weitmöglichst raushält und nicht das Leben bis ins kleinste Detail regelt. Und ich wünsche den Menschen in Thüringen, dass sie mit ihrer eigenen Arbeit und mit einem auskömmlichen Lohn auch selber zum gelingenden Leben beitragen können. Und wenn uns dieser Rahmen gelingt und wir das in einer friedvollen Welt tun können, dann wird es ein gutes Jahr 2013.